mit seinem Horky Arcus. Das ist der in Anführungsstrichen etwas kleinere Arcus. Hier angetrieben mit dem 20 Zoll Orbis Klappenberg aus der Firma Toma Modelltechnik, die auch hier vor Ort auf der Seegruppe vertreten. Also wer da Interesse hat an Orbis Klappenberg oder überhaupt an der Klapptriebwerkstechnik, der ist natürlich bei der Firma Toma Modelltechnik bestens aufgehoben. Und wer vor allen Dingen Interesse hat an den Modellen von Radim Horten, der Martin Thoma Modelltechnik sehr, sehr gut aufgehoben, weil er nämlich auch diese Modelle im Namen und im Auftrag von Radim Horten vertreibt. Max, warte, er hält gerade fest. Das hier wird für uns heute Nachmittag interessant. Wenn die Firmen dann kommen, dann ab heute Nachmittag machen wir das jetzt. Da sind wir dann dabei. Ja, weil sonst gibt es das ja nicht. Weil sonst denkt ihr, dann haben wir ein Problem, weil dann hast du ja nicht die Nacht. Ja, jetzt. Aber ich muss mich jetzt anmelden, dass du mich heute Mittag berücksichtigst, oder was? Wir machen jetzt einfach nur eine Liste, nach der wir jetzt einfach mal fliegen. Ja. Du sagst, du willst fliegen. Ja, ich komme in einer halben Stunde. Als wäre es ja so, hätte ich ja kein Problem damit, wenn ich mit mir 15 Ampel Darauf war nur sagen, in eigener Sache. Für die Aussteller. Wir haben hier vorne am Donnerbund. Also wer Interesse an einem perfekt gebauten Einzelstück hat, absolut scale gebaut, der sollte sich mit dem Eigner, dem Ralf Doll, mal unterhalten. Zum Mein Chef schimpft schon, weil wir noch schlafen. Ja.